So, Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3. In diesem Part wird es weitergehen mit den Befreiungsmissionen und so weiter. Und mit den Aussichtspunkten. Befreiungsmissionen, Aussichtspunkte sollten jetzt eigentlich alles sein, was uns beschäftigen muss. Und danach werden wir noch irgendwas anderes machen. Aber jetzt kümmern wir uns erst hier erstmal darum, dass die Bezirke hier etwas aufgelockert werden, ja. Wie gerade auch schon auf der Karte gesehen. So viele Sachen sind das jetzt wohl nicht mehr. Und es ist auch gut so. Ah, die versteckte Klinge aus, die rult einfach. So, da drüben sind wir auch schon richtig. Ah, bestimmt einem Spitzel Informationen Haben Sie zustecken. dich geschickt? Wo warst du denn? Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Muss ich Rotrücken kurz noch mal übergeben, leiser ist machen. die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Reißt euch zusammen, mein Herr. Tun wir doch so, als ob das nicht passiert. Hätten wir mal geschafft. Mal weiter zur nächsten Befreiungsmission. Na komm. Manchmal ist es blöd, den Trigger ganz durchzudrücken, weil nur dann rennt der ja so, wie er soll. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ah, ein Anführer zusammenschlagen. Muss eine selten genutzte Waffe benutzen. Oh Mann. Und du kannst jetzt erstmal ruhig sein. Ich brauche Unterstützung. Okay, ins Wasser fallen sollte der halt nicht. Oh, oh. Okay, wir sind stark verletzt. Das ist nicht gut. Nein. Oh, hä? Okay, jetzt können wir das Schwert benutzen. Ah. Ah. Und der hier. Und das. Und in den Kopf. So, jetzt befragen wir den mal. Befragen. Wo finde ich deinen Anführer? Gar nicht. Seine schwimmende Festung im Hafen ist ständig in Bewegung. Niemand weiß, wo er ist. Ja toll, es hilft mir jetzt so arg. Ist ja unglaublich. So, na gut. Also die Anführer haben wir jetzt zusammengeschlagen. Dann jetzt mal zum Stadtschreier rüber. Ach, da ist drüben, ist einer näher dran. Weißt, damit das Risiko nicht so groß ist, da zu den Wachen, an den Wachen vorbeizukommen. Oder vorbeikommen zu müssen, besser gesagt. Upsala.
So, da drüben ist ein Aussichtspunkt. Das ist wohl das dann am nächsten gelegene Ding. Dong. Assassinen-Gilde, okay. Sind die wieder... Ne, die sind nicht mehr zurück. Achso, das war der Assassine, den ich gerufen habe, das Defan. Was glaub? Komm, die Befragungsmission da unten bietet sich gerade so herrlich an. Was haben wir denn hier? Auftragsattentate. Du musst es sein. Ich warte schon so lange. Ich weiß, wer die Verräter sind. Und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröcken. Finde einen Weg, die Listen durch diese Fälschungen zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter. Stinzen die auf den Fälschungen so Fahrpläne oder so drauf? Au. Ey. So ein Arschloch. Das sieht doch irgendwie gemein aus. Komm, lauf weiter. Jalle. Danke. Au. Also ein bisschen blöd ist die Mission ja schon. Eigentlich kann ich glaube einfach eine Rauchbombe schmeißen. Das ist mir echt zu blöd. So. So, jetzt hol ich mir kurz die Auftragsattentate ab. Aufträge nach York. Ja, kein Problem. Oh, da machen wir die nämlich auch noch so im Vorbeigehen. Da müssen wir ja nicht wirklich so vorgehen jetzt wie bei Assassin's Creed 2. Wissen wir noch von Boston. Obwohl das schon sehr lange her ist. Die Missionen sind da nicht so sonderlich. Anspruchsvoll und so, die ganzen optionalen Sachen und so, man darf nicht entdeckt werden und so, das ist ja alles nicht, man muss einfach nur die markierten Leute töten und das ist ganz viel einfacher, also das ist viel genialer auch. Und es sind außerdem nicht viele, es sind 1, 2, 3 Leute. Also ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Ah, Schnellreisestation ist nicht verfügbar, okay. Dann gehen wir zu dem Aussichtspunkt der Hanna. Das war's für dich. Natürlich wissen das gleich alle Wachen in der Stadt. Wow! Gar nicht schlecht, hä? Anlegen! Ah, Stefan hilft mir wieder. Waren wir da nicht so holt wie ich? Die anderen Rekruten sind jetzt auch mit ihrem Auftrag fertig. Au. Genau den habe ich gerade gesucht, aber irgendwie nicht gefunden. Und bam, bam, bam. Schmoren sollt ihr in der Hölle. Ja, die Fresse. Männer, hierher. So, bin erstmal bestochen, jetzt sind wir wieder inkognito. Und dann gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Ah, ist schon wieder so eine Kuppel. Ah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Kuppeln sind die schlimmsten. Ja. Aber New York ist doch eine Stadt, die unterscheidet sich irgendwie kaum von Boston. Im Sommer sieht es bestimmt genau gleich aus. Aber gut, damals sah das ja auch alles irgendwie gleich aus, also... Wenn wir uns mal daran nicht stören. So. Bisschen tricky da hochgehen und dann synchronisieren. Jawohl. So.
Das ist noch die Sache, wo wir noch hin können, die wir entdecken müssen, damit wir sie auch für irgendwelche Actions freischalten. Ach ja, komm. Ach, aus dem Pferd klettern, egal wem es gehört. Ist ja nicht gerade eine gerechte Welt, also passt das. Ich muss da bloß reingehen und mit dem Typ sprechen, dann kann ich da wieder raus und dann ist das auch für meine, zum Beispiel für so Transporte, Warentransporte oder so, freigeschaltet. Aber ich wollte mal immer kurz sehen, im Geschäftsbuch, was können wir jetzt eigentlich mit unserem lieben Schmied alles herstellen? Aha, noch nix, okay. Also Fässer und Glasflaschen nach wie vor. Dann Nägel. Man sieht schon, also Seemannsbeil. Washingtons Schlachtschwert, eine Replikat. Okay, als allererstes mal. Ja, Pflüge können wir schon mal bauen. Okay, also nicht großartig viel. Nein, ich will nichts kaufen, Mann. Das behauptet denn der immer sowas? Jetzt habe ich irgendwie Zeit zu irgendwas ka... Oh, nicht schon der Bug. Wenn man rausgeht... Nimmt das quasi immer noch die Tasteneingabe von der gerade irgendwie drückten Taste, in dem Fall B, und man betritt das Haus sofort wieder. Ja, ein bisschen ein Bug, aber das macht mir nichts aus. Ich schicke ja schon wieder meine Assassinen auf Auftrag. Ja, ist okay. Na, beendet der Quebec Act. Der Quebec, also. So, das würde Stefan gerade zum Aufsteigen reichen. Und da ist da noch einen, den wir töten müssen. Und ein bisschen kämpfen. Und zack. Aua. Assassin ist auch gerade schwer im Kampf beschäftigt. Guck jetzt erstmal, ob wir noch irgendwo Rauchbomben irgendwo finden können. Nö, na gut, wir lassen es einfach mal. Ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Wobei Rauchbomben, glaube ich, ganz hilfreich sein könnten in solchen, gerade solchen Auftragsmorden. Ah, Briefe noch, okay. Das auch noch gleich. Also nehmen wir es gleich an. Machen ist dann eine andere Sache. Ah, hier ist da der Typ. Danke. Bitte. Ah, wollte mal sagen, gehen wir kurz noch zu dem Aussichtspunkt und dann synchronisieren wir mal fürs Erste. Ja, da war es nicht so, ich weiß. Ah, nicht die Kinder. Ja. Machen die ja immer so ein komisches Geräusch, so ein Nja. Oh, das macht mich fuchsteufelswild, ich schwör's euch. Hermine Grangers Wollsachen. Hä, wofür? Wieso? Ernsthaft, ich hab dir doch gar keinen Grund gegeben.
Okay. Ah, komm mal kurz. Hey, lass dich doch bestechen, Mann. Taschendiebe, ist mir jetzt auch egal. Sollen sie halt hier rumlungern, wenn sie das wollen, wenn sie das unbedingt meinen zu müssen, dann soll es mir recht sein. So. Hoch da. Hui. Und synchronisieren. So. Eigentlich hätte ich natürlich schon wieder im Bock, mein Säbelzahnmesser zurückzubekommen, aber da müssen wir erst in die Siedlung zurück, um das zu machen, und darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Egal, wir machen mal an diesem Part hier kurz einen Stopp und wir sehen uns gleich dann beim nächsten wieder. Bis dahin, ciao.